Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Edgar Hanewald. Die Lokomotive zieht an. Dampfend, mit zischenden Ventilen steht die Lokomotive vom Zuge. Alles ist fertig. Die Signale stehen auf frei. Noch das Fertigzeichen von hinten her. Der Heizer löst die Tenderbremse, der Führer greift in die Apparate. Bremsen, Steuerung, Regler. Zischend, stoßweise keuchend, zitternd unter der Spannung der Energien, zieht die Maschine und spürt das Gewicht. Sie spürt es, den Eindruck hat man. Alle Rohre, Kolben, Stangen scheinen sich zu straffen, eiserne Muskeln zu ballen und zu strecken. Weichen und Kreuzungen knattern unter der immer schneller werdenden Fahrt. Die Lokomotive klirrt. Im Wasserstandsglas schwankt die flüssige Säule auf und ab. Die Zeiger der Manometer zittern von Zahl zu Zahl. Lokomotive und Heizer verrichten jeden Handgriff mit ruhiger Selbstverständlichkeit, als ob sie auf dem festesten Grund der Welt stünden.